Schatz. Der Luis und mich noch kleiner war, dass wir nachts einen hatten, der geläutet hat. Zum Thema Stillen wollte ich ja noch mal ganz kurz was sagen. Also wie so viele von euch wissen, habe ich Silikonbrüste. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Kuckuck. Wir haben uns jetzt doch dazu entschlossen, einen Stubenwagen zu kaufen. Und das machen wir jetzt alle zusammen. Alle zusammen entscheiden wir uns heute für einen. Ich hoffe, ihr könnt mich auch hören. Wir kriegen eigentlich immer Parkplatz direkt vor der Tür. Guck, Babysachen, Schlafsäcke, ganz viele. Hast du auch früher drin geschlafen? Ja. Braucht man sich nicht zudecken. Das brauche ich auch. Wenn die Kleine größer ist, möchte ich auch sowas haben. Oder so ein Tuch. Das sieht cool, das ist cool. David Beckham hat das auch. Mama. So eins. Guck, das ist doch gut, oder? An die, die es schon gebraucht haben. So ein Tuch oder eher so eine Trage? Das ist Newborn Plus. Also auch wenn das Baby schon da ist, kann man das nehmen. Oder lieber hier so ein sowas. Oh Gott, das ist so groß, ne? So ein Tuch ist vielleicht auch zu kompliziert. Ja, wenn deine Schwester größer ist, kann man das nehmen. Jetzt ist die so klein, guck mal, da kann die gar nicht laufen. Ist schön, ne? Komm, wir gucken mal bei den Stubenwagen. Das kaufe ich jetzt gar nicht. Ich glaube, so einen finde ich besser. Bei Luis hatten wir einen schicken. Vorhin hatte ich auch mal noch einen Bär. Ja, wir hatten einen schickeren. Mega geil. Der war schick, aber der war nicht so praktisch wie das hier. Oh. Ist ja nicht schlecht, ne? Das ist ja süß. Das ist auch den wir gesehen haben, glaube ich. Guck mal, hier sind ganz viele. Ein mit Mama. Das ist der, den ich auch gesehen hatte beim letzten Mal. Der ist ganz schön, ist halt nur nicht rosa. Luis, wieso ist der hässlich? Und der rosane hier? Der ist gut. Der gefällt dir? Guck. Welchen findest du? Den finde ich nicht schlecht, weil der so... Ich finde den. So. Und welchen findest du, Mama? Ich auch den. Du, Papa? Ich finde die beide gut, aber der ist mehr so wie so eine coole. Upsi, abgegangen. Lass uns schnell abhauen. So, wir sind wieder zu Hause. Luis ist jetzt bei seinem Kumpel. Ich wollte euch mal hier zeigen, wir haben nämlich jetzt den Himmel angebracht. Voll schön, ne? Also, den habe ich online entdeckt bei, ich habe keine Ahnung, ich schreibe es euch in die Infobox. Der ist auf jeden Fall von der Farbe her, finde ich, den passt der hier super schön rein. Und ja, kleine Diskussion auf Instagram, dass so Betthimmel und so die Luftzirkulation stört. Was ich dazu sagen muss oder möchte, ist, dass das hier wirklich unbedenklich ist. Erstens, weil die Kleine sowieso die erste Zeit bei uns schlafen wird im Babybay. Das haben wir nämlich jetzt auch. Und wenn sie größer ist und dann hier schläft, ist das kein Problem. Ich habe auch kein Nestchen, also das ist hier mein Stillkissen, das kommt raus. Und der Betthimmel, der hängt so weit oben. Und wenn die kleine Maus drin schläft, dann kann man das auch so machen. Und da ist überhaupt die Luftzirkulation nicht gestört. Ich kann das nachvollziehen, wenn man hier so ein Nestchen drin hat und dann noch ein Betthimmel, der jetzt nicht so hoch hängt. Dann würde ich sagen, okay, die Luft kommt da nicht so gut dran, aber jetzt wirklich nicht mit diesem Betthimmel. Also, ich glaube, da achtet jede Mama drauf,
dass das wirklich an allererster Stelle steht, dass da kein Baby an plötzlichen Kindstod stirbt. Also egal, war so eine kleine Diskussion auf Instagram, beziehungsweise ein so ein Kommentar, der wirklich ein bisschen doof war oder dumm, ehrlich gesagt. Genau, jetzt zeige ich euch noch was, ja, hier steht noch so ein bisschen Sachen rum, ist alles noch nicht komplett fertig. Zeige ich euch, was wir gekauft haben. Ich stelle das mal hier ab. Also das Teddychen hier hatte der Luis ausgesucht für die Kleine. Weil der Luis hat so einen Hasen, mit dem er immer kuschelt, seit wirklich von, ich weiß gar nicht, meine Schwester hat ihm den mal geschenkt. Da war er, glaube ich, 2 oder 1, ich weiß nicht. Seitdem kuschelt er auf jeden Fall mit ihm. Und Luis meinte, dass das auch dann der Hasi quasi für die kleine Maus ist. Nur in Teddyform mit einem kleinen, mit einem Kleidchen. Das fand Luis sehr schön. Genau, und dann haben wir noch 2 Fläschchen gekauft. Einmal die 2 hier. Also ich kann mich an die Luis-Geschichte erinnern, dass wir da uns wirklich sehr lange rumprobiert haben, welches Fläschchen denn jetzt gut ist und welches er gut verträgt. Auch, dass er keine Blähungen bekommt und so. Deswegen probieren wir das jetzt einfach erstmal mit denen hier aus. Ich habe schon 2 Glasfläschchen geholt. Das ist nochmal das 3. Glasfläschchen. Und dann nochmal so ein Plastikfläschchen. Weniger Koliken und so. Und dann noch ein Schnulli, der leuchtet für nachts. Das war damals unsere Rettung, als der Luis nämlich noch kleiner war. Dass wir nachts einen hatten, der geleuchtet hat. Weil man den sehr gut im Bett wiederfindet. Genau, zum Thema Stillen wollte ich ja noch mal ganz kurz was sagen. Also wie so viele von euch wissen, habe ich Silikonbrüste. Ich habe meine Brüste machen lassen, nachdem Luis auf der Welt war. Und jetzt ist das so, dass mein Arzt oder das generell, das eigentlich bekannt ist, dass man nach dem Brustvergrößern auch stillen kann. Jetzt hatte ich ja nicht nur eine normale Brustvergrößerung, sondern hatte auch gleichzeitig eine Straffung. Und ja, da ist die Gefahr größer, dass das mit dem Stillen nicht so gut funktioniert. Ich werde es versuchen, auch wenn ich jetzt nicht so tolle Erlebnisse, also Erinnerungen an das Stillen habe. Für mich war das, wie soll ich sagen, eher kräfteraubend als schön. Ich habe da wirklich nicht so die tolle Erinnerung dran, aber ich werde es auf jeden Fall versuchen. Und wenn einfach das nicht mehr so gut funktioniert mit dem Stillen, dann wird sie halt die Flasche bekommen. Anders geht es jetzt halt auch nicht. Ne? Ich kann ja nichts dagegen ändern. Vom Volumen her, habt ihr ja alle gesehen, sind meine Brüste ganz schön gewachsen. Und Milch produziert wird auch. Es ist nur die Frage, ob da halt genug rauskommt. Ja. So, jetzt zeige ich euch mal den Stubenwagen, den wir mitgenommen haben. So, wir haben uns für den hier entschieden. Den müssen wir noch aufbauen. Der ist halt auch sehr farblos. Aber man kann da wohl auch ein Mobile dranhängen, um so auch noch ein bisschen Farbe mit reinzubringen und so. Bin sehr gespannt. Baust du den auf jetzt? Ja. Guck mal, wenn du nach rechts lenkst, dann tust du den nach rechts und nach links tust du nach links, okay? Siehst du das? Guck mal. Was spielt ihr da eigentlich? Mein Lieblingsspiel. Dein Lieblingsspiel. Mal ganz kurz den Stubenwagen zeigen. Ja, den haben wir jetzt genommen. Hat Alex auch aufgebaut gestern schon. Schiebt sich auf jeden Fall gut. Wenn du nur einmal so ganz kurz drauf drückst, dann... Wir gehen spazieren. Passt hier überall durch. Meins Kinderzimmerschieben. So, übrigens, wir gehen jetzt ins Kino. Und ich habe genau noch 3 Sachen, die mir passen. Das ist das eine. Das, was ich gestern anhatte und das Streifenkleid. Ach ja, und das, was ich mit euch bei H&M letztes Mal zusammen gekauft habe. Ich kriege keine Luft mehr. Ja, wird eng langsam. Heute ist wieder ein bisschen kühler, Gott sei Dank. Weil die Hitze ist schon echt anstrengend. Ich habe heute wieder draußen geschlafen auf dem Balkon. Ich schlafe echt draußen auf dem Balkon. Seit Tagen, wenn es so heiß ist. Weil da kann ich wenigstens mal so 3 Stunden am Stück schlafen. Überall anders ist mir das einfach viel zu warm. Mein Körper, der brennt innen von innen. Und wenn es dann außen auch noch so heiß ist, ist Katastrophe. Ja, wir gehen jetzt ins Kino. Freust du dich auf den Film? Hm. Leise sein. Oh, okay. Gucke Spider-Man, so meine Lieblingsserie. Los geht's.
Was soll man denn nehmen? Oh, ich nehme diese Bananen. Und das und das. Ich nehme das hier, das hier. Und das hier. Okay, was noch? Nicht so viel. Von den Delfinen oder Schlümpfen. Zu früh, wir haben gerade erst gefrühstückt. Und jetzt schon Bonbons. Ja, das ist okay. Guten Morgen. Ich glaube, ich hatte gestern gar nicht mehr gefilmt, als wir aus dem Kino gekommen sind. Der Film war eigentlich ganz gut. Also wir hatten uns Hotel Transsilvanien angeguckt. Ich fand ihn jetzt nicht so geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Louis fand ihn super. Ich glaube, Alex auch. Und will sich auf jeden Fall die ersten beiden Teile auch nochmal angucken. Es war natürlich nicht so viel im Kino. Das war auch ziemlich gut. Und das Wichtigste ist, dass Louis happy ist. Ja, Thema Nasenbluten. Das hatte ich nämlich in meinem letzten Schwangerschaftsupdate total vergessen. Ich habe immer Nasenbluten, aber nur auf einer Nasenseite, jeden Tag. Und das ist immer abhängig davon, wie es mir geht. Jetzt geht es mir gerade ein bisschen besser, weil die Tage so ein bisschen kühler sind. Die letzten zwei waren auf jeden Fall ein bisschen kühler, wobei es gestern Abend auch wieder sehr warm geworden ist. Aber mein Wohlbefinden hängt auch von der Nase ab. Also ich merke das, wenn die Nase zu ist und ich richtig viel blute, dann geht es mir sehr, sehr schlecht den ganzen Tag über. Und dann blutet es auch mehrmals zwischendurch. Und jetzt habe ich die letzten zwei Tage fast gar nicht mehr Nasenbluten gehabt. Das ist, irgendwie merke ich auch, dass es mir besser geht. Irgendwie hängt das miteinander zusammen. Ja. Ich mache mir jetzt erstmal was zu essen. Das wollte ich euch auch mal zeigen, was ich im Moment so zum Frühstück esse. Und Haare lasse ich heute trocknen. Und zwar esse ich gerne so eine Acai-Bowl mit Haferflocken und Beeren und so. Das zeige ich euch jetzt, wie ich das mache. Also so ein Acai-Pulver-Dings. Dann kommen da gefrorene Bananenstücke rein. Und weil ich es morgens im Moment sehr gerne sehr, sehr kalt mag, tue ich da jetzt auch noch ein paar Beeren rein. Gefrorene. Die kommen aber gleich auch nochmal da oben drüber. Dann ein bisschen Kokos- oder Mandelmilch. Und so sieht es dann aus, wenn es fertig ist. Ich habe jetzt hier Chiasamen, Hanfsamen, Haferflocken und dann dieses Paleo-Müsli von DM und nochmal gefrorene Beeren on top. Und das esse ich dann jeden Morgen fast. Viele von euch wissen vielleicht, dass ich keine künstlichen Nägel mehr habe. Ich habe heute auch gar nichts drauf. Ich habe gestern Abend noch, weil gestern Abend ist auch gar nichts mehr, sind gar nicht mehr so viel passiert. Deswegen habe ich die Kamera auch gestern gar nicht mehr ausgepackt. Habe ich nur noch meine Maniküre ein bisschen selber gemacht. Also ich habe meine Nagelhaut so ein bisschen entfernt und die Nägel gekürzt. Ich trage die jetzt sehr kurz. Und ich habe wahrscheinlich einen Nagellack gefunden, der wirklich richtig gut hält. Der ist jetzt von Essie, ist keine bezahlte Werbung, ich möchte das nur dazu sagen. Ich habe den selber gekauft. Ich hatte jetzt die letzten Tage so einen blauen davon drauf und den habe ich jetzt abgemacht. Einfach weil ich mal eine andere Farbe haben wollte, aber nicht weil er abgesplittert ist. Und ich hatte den bestimmt eine ganze Woche drauf. Und der ist überhaupt nicht abgesplittert. Das ist hier dieser, wie so ein Gel-Nagellack. Das ist der Topcoat und ich mache heute mal ein... Hier so ein helles Rosa drauf. Mal gucken, ist das erste Mal, dass ich den jetzt verwende. Aber das Blau hat mir auf jeden Fall schon mal sehr gefallen, weil das so lange gehalten hat. Habe ich schon gesagt, warum? Also der Grund, es gibt eigentlich keinen speziellen Grund, warum ich das jetzt selber mache. Ich hatte einfach keine Lust mehr auf Gelnägel. Und so zwischendurch mal gar keinen Nagellack verwenden, finde ich auch ganz angenehm. Erste Schicht ist, zweite Schicht. Ich habe jetzt zwei Schichten drauf, aber die erste Hand ist fertig, genau. Und er ist ein bisschen streifig, muss ich sagen. Aber die Farbe ist ganz schön, ist nicht so ein Hartweiß, so ein bisschen rosa-weiß. Das kann man kaum erkennen, glaube ich. Aber der, ja, wie gesagt, der ist ein bisschen streifig. Aber ich habe auch noch keinen schönen weißen oder
so in der Art Nagellack gefunden, der nicht streifig oder fleckig ist. Ich müsste jetzt eigentlich noch eine dritte Schicht machen, aber habe ich jetzt keinen. Ist mir zu viel irgendwie. Ich lasse es jetzt einfach so. Jetzt kommt noch der Topcoat drauf und dann die andere Hand noch und dann bin ich schon fertig. So, ich habe jetzt doch drei Schichten drauf gemacht und es sieht doch wesentlich schöner aus. Und es ist auch nicht so, soll ich sagen, dick. So, was ich euch noch zeigen wollte. Hier sind wir wieder im Kinderzimmer. Das ist das Babybay, von dem ich gesprochen habe, wo die kleine Maus am Anfang drin schlafen wird. Das Bett kommt direkt an unser Bett dran. Und genau, dann hat sie da immer genug Platz und schläft direkt neben mir. Und in der Ecke steht jetzt erstmal der Kinderwagen. Da sollte eigentlich ein schöner Stuhl hin, wo ich sie halt auch stille, wenn es denn dann funktioniert. Und ja, aber der, den ich bestellt hatte, der war nicht richtig. Die Farbe sah richtig doof aus. Da hat der jetzt erstmal Platz. Und warum wir uns jetzt doch für den Stubenwagen entschieden haben, ich glaube, dass der ganz praktisch sein wird. Erstmal, wenn sie schläft, kannst du dann da drin schlafen und ich kann sie mit in jeden Raum schieben. Auch wenn es jetzt nicht so für so lange ist, aber so für die ersten Monate, denke ich, dass es sehr praktisch wird. Das müssen wir halt mal ausprobieren. Das war so ein Ding, was ich bei Luis auch gerne gehabt hätte damals. Da hatten wir allerdings eine Wohnung ja mit mehreren Treppen nach oben hin. Da war es dann, glaube ich, eher, da wäre es nicht so praktisch gewesen wie jetzt in der Wohnung. Und ja, müssen wir einfach mal ausprobieren. Müssen wir mal gucken. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, dass euch mein Vlog gefallen hat. Ich bin sehr gespannt, ob ich nächste Woche noch einen Vlog hochladen werde mit dem kleinen Bauch hier. Oder ob die kurze Pause eingeleitet wird. Also nach der Geburt werde ich auf jeden Fall ein bisschen Pause machen. Auch von YouTube, so 2-3 Wochen ungefähr, werde ich die Videos dann überspringen. Je nachdem, wie ich mich so fühle. Und dann schauen wir mal, ob das das letzte Video war. Hey, mal gucken. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr sonst dabei seid. Bis nächsten Dienstag und fühlt euch geknutscht. Tschüss.